Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die aktuelle Situation mit sehr hohen Strompreisen, Gaspreisen, mit mehr und mehr Energieversorgern, die nicht mehr am Markt aktiv sein können, die ihre Kunden kündigen, die Preiserhöhungen ankündigen oder die auch schon insolvent gegangen sind. Und ich möchte das mal ein bisschen einordnen, nämlich mal darüber sprechen, was da nun genau passiert, wie kam es zu den Preiserhöhungen, wie kann sich das auch wieder ändern und naja, was hat es nun mal für Auswirkungen auf die meisten oder auf viele Geschäftsmodelle in der Energieversorgung, wenn die Einkaufspreise auch mal spontan sehr stark schwanken. Darum soll es heute gehen. Ist ja auch schon oft Thema gewesen. Und hier sehen wir jetzt mal, wie so oft von energycharts.info, von Fraunhofer, eine Darstellung der Börsenstrompreisverläufe in diesem Jahr 2021, praktisch bis zum Oktober. Ich nehme das Video jetzt gerade am 20. Oktober auf. Und wie wir sehen können, naja, der Preis war meistens hier ungefähr so, ja, zwischen 0 und 100. Es ist relativ typisch, dass er sich bei 50 Euro pro Megawattstunde im Einkauf hier bewegt, ne? Das können wir an der Seite ja sehen, Euro pro Megawattstunde. Und dann ist es normal, dass der mal ein bisschen runtergeht, ne? Auch immer so leicht ins Minus. Wir kennen das ja bei dem absoluten Überangebot wegen sehr viel Sonne, sehr viel Wind. Und konventionelle Kraftwerke laufen weiter, ist es dann auch immer mal wieder so, dass die Preise richtig runtergehen, richtig ins Minus gehen. Und dann geht er auch mal ein bisschen hoch, mal wieder ein bisschen sehr hoch, einfach aufgrund von, sagen wir, vielleicht auch irrtümlichen Signalen im Markt, dass es einen Mangel geben würde oder vielleicht auch wegen einem realistischen Mangel, einfach weil wir die Kapazitäten in Deutschland nicht zur Genüge ausgebaut haben. Das ist eben auch so eine ganz klare Erkenntnis. Aber dann ging es halt so seit Ende des Sommers nach nochmal einem richtig großen Einbruch nach und nach hoch. Der Durchschnitt immer höher, höher, höher und richtige Ausbrüche bis hin zu über 400 Euro pro Megawattstunde. Und das ist natürlich heftig. Also was ihr hier seht, blau ist, wie man hier unten erkennen kann, der Intraday-Preis. Das heißt, im kontinuierlichen Handel. Sowas wie Sofortkauf, also nicht Auktion, sondern Sofortkauf, wie bei eBay praktisch, ne? Der Intraday-Handel ist der Handel für den heutigen Tag, ne? Also wenn ich meinen Bilanzkreis, wenn ich mein Portfolio für heute noch ausgleichen muss, wegen Erkenntnissen oder weil die Energiemengen jetzt doch nicht die richtigen waren oder weil ich noch nicht genügend gekauft habe oder weil ich einen Überschuss habe, den ich wieder loswerden müsste. Das ist Intraday-Handel für heute. Das kann man bis wenige Minuten vor Erfüllungszeitpunkt immer noch handeln, damit das eben in der eigenen Energiebuchhaltung, ne, Bilanzkreis, nennt sich das ja, korrekt abgebildet werden kann. Und das ist eben hier blau dargestellt. Das Rote wiederum ist Day Ahead, wie der Name schon andeutet, das ist für den Tag danach, ne? Also für den nächsten Tag, den Handel, für den morgigen Tag, der normalerweise bis dann zum ungefähr Mittag des Vortages normal mit Auktionen durchgeführt werden kann. Und dann erfährt man eben, wer ist der Gewinner. Und danach kann man in den Intraday-Handel gehen. Für dann auch schon den morgigen Tag. Naja, und jedenfalls, wenn man sich das dann jeweils so anschaut, dann sieht man, hier gibt es wirklich einen deutlichen Trend nach oben mit vielen Spitzen. Es ging ja auch mal richtig hoch und wieder runter. Also heißt, wir haben eine absolut nicht gegebene kontinuierliche Darstellung, sondern wir haben hier wirklich Schwankungen, die extrem sind. Und das ist etwas, was wir oft schon hatten, was durchaus auch daran liegt, dass wir diesen nicht besonders guten Mix aus erneuerbaren und fossilen Kraftwerken aktuell haben, also konventionellen Kraftwerken, die ja diesen Hintergrund haben. Konventionelle Kraftwerke sind nicht besonders schnell und flexibel, die laufen halt wegen des Feuers, was drin brennt, ne? Eine Brennkammer hat ein Feuer. Das Feuer treibt den Wasserkreislauf an, Dampf treibt eine Turbine an, Turbine treibt einen Generator an, Strom entsteht. Das Feuer in der Brennkammer ist halt ein Feuer, was nicht sofort an- und ausgeht, weil ein Feuer ist halt ein Feuer, ne? Das muss man erstmal anzünden, damit die Brennkammer auch ohne große Korrosion langlebig laufen kann, muss man das Feuer langsam hochfahren und dann auch wieder langsam runterfahren, langsam löschen, indem man eben Brennstoff
in einer gewissen Menge dazu gibt oder eben in einer geringeren Menge dazu gibt. Und das ist eben träge. Das geht jetzt nicht von sofort auf gleich. Das dauert ein paar Minuten oder sogar Stunden, ehe die richtig, richtig großen Kraftwerke ihre Erzeugungskapazität willentlich ändern können. Und wenn wir aber eben eine schwankende Produktion haben aus Strom, also Sonnenstrom und Windstrom, der nun mal wetterabhängig ist, dann heißt das, dass wir bei einer Überproduktion, die jetzt plötzlich gegeben ist, ne, keine Wolken am Himmel, super Sonne und auch noch Wind, Überproduktion, dann laufen die fossilen Kraftwerke einfach weiter. Die können nicht sofort runtergehen. Die laufen erstmal weiter, produzieren Strom, er ist da, Überangebot, Preise gehen in den Keller. Und genau andersherum, ist es eben dasselbe. Wir haben dann im Zweifel auch mal schnell einen Mangel. Wenn wir deutlich mehr Digitalisierung haben, deutlich mehr vernetzte erneuerbare Energien und Speicher und auch intelligent vernetzte Verbraucher, dann kann sich das alles schön ausgleichen. Dann können die Erneuerbaren so gefahren werden und ferngesteuert werden, dass wir eben praktisch hier die Verbrauchssignale berücksichtigen können. Und dann sollte sich der Preis auch wieder kletten. Das heißt, wir werden in den nächsten 15, 15 Jahre deutlich weniger schwankende Preise haben, wenn wir den erneuerbaren Zubau und die Digitalisierung voranschreiten lassen. Das sollte also mittelfristig besser werden. Aber in der jetzigen Situation mit unflexiblen großen Kraftwerken und nicht genügend und nicht digitalisierten Erneuerbaren passiert genau das, was wir hier sehen können. Und jetzt gibt es eben ein Problem. Gerade die Discounter in der Stromversorgung und Gasversorgung haben ja das Geschäftsmodell: Ich biete günstigen Strom an, super günstig, günstiger als alle anderen. Ich will auf Platz 1 auf den Vergleichsportalen sein. Ich bin der günstigste aller Zeiten. Das ist am Anfang immer ein Verlustgeschäft. Die sind so günstig, dass die damit nicht ihre Kosten decken können. Erst im zweiten Jahr, dritten Jahr, vierten Jahr, wenn auch Preiserhöhungen kommen, dann decken die ihre Kosten. Im ersten Jahr meistens Verlustgeschäft oder halt ganz, ganz knapp. Und wenn du so günstig verkaufen musst, aber die Preise gehen plötzlich mal hoch und dann auch wieder hoch und wieder hoch. Und in diesem Moment musst du deinen Strom kaufen, weil du vielleicht auch so kurzfristig immer handelst. Du musst dann kurzfristig zu diesem Preis einkaufen. Dann machst du ein Verlustgeschäft ohne Ende und wirst im Zweifel deine letzten Reserven aufbrauchen. Und wenn du jetzt nicht gerade eine E.ON bist oder andere große Konzerne oder Unternehmen mit viel Cash in der Hinterhand, dann bist du halt auch mal schnell Konkurs, ne? Insolvent. Und genau das sehen wir gerade, genau das passiert gerade. Wir haben einige Meldungen. Ich habe jetzt mal hier ein paar beispielhafte Seiten rausgesucht. Fangen wir doch mal an mit einer Meldung hier auf hamburg.de. Ökoenergieanbieter Smiling Green Energy ist insolvent. Davon habt ihr bestimmt gehört. Hinter Smiling Green Energy sind dann verschiedene Marken, wie zum Beispiel Natürlich Grün Strom und Transparent Grün Strom. Und dieser Anbieter ist jetzt eben tatsächlich nicht mehr am Markt. Hatte ungefähr mit 1500 private und gewerbliche Kunden mit echt regenerativer Erzeugung. Naja, das ist dann natürlich so ein bisschen auch ein kleines Dilemma mit dem Begriff Ökostrom. Wenn ich tatsächlich wirklich eigene regenerative Anlagen habe und meine Versorgung ausschließlich aus denen generieren würde, dann können mir Effekte an der Strombörse eigentlich egal sein, weil dann produziere ich meinen Strom, packe den in mein Portfolio und liefere ihn zu dem Preis, den ich für mich festgelegt habe. So funktioniert aber Energieversorgung typischerweise nicht, weil wir ja einen schwankenden Verbrauch haben. Für jede Viertelstunde müssen wir das festlegen. Das kennt ihr, wenn ihr euch mit Energiedatenmanagement beschäftigt. Wir haben für jede Viertelstunde, auch im Standardlastprofil des kleinen Kunden, einen Wert, einen Verbrauchswert. Und genau diesen Wert müssen wir dann treffen. Also die Summe all unserer Kunden für jede Viertelstunde müssen wir auch in den Einkauf packen, damit unser Bilanzkreis ausgeglichen ist. Und das können wir typischerweise nicht mit unseren eigenen Anlagen scharf erreichen, weil die Anlagen produzieren halt, was sie produzieren. Und das ist ja normalerweise nicht genau das, auf die letzte Kilowattstunde genau das, was unsere Kunden auch verbrauchen. Also müssen wir auch ein bisschen handeln. Und das heißt, praktisch jeder Versorger hat ein bisschen Effekte aus der Börse, mal mehr und mal weniger. Wenn man viel mehr selbst produziert, weniger Effekte von der Börse. Wenn man sehr viel von der Börse handelt, hat man sofort Probleme. Und hier wird es eben auch so sein, dass die eventuell vielleicht gar keine eigenen Anlagen haben, sondern nur Ökostrom zukaufen, aber der hat trotzdem Effekte aus dem Börsenstrompreis und dann ist es im Zweifel so, dass die sich das nicht mehr leisten können. Gerade wenn es ein kleiner Versorger, ein kleines Startup ist mit jetzt hier anderthalb tausend Kunden,
dann haben die auch keine großartigen Finanzreserven und dementsprechend sind die jetzt vom Markt gefegt. Hier ist auch unten der Hinweis auf den Brandenburger Strom- und Erdgaslieferant Ultima Energie. Die haben sich dann eben auch schon gemeldet, haben das auf ihrer Webseite auch sehr prominent geschrieben. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass der Vorstand heute Insolvenz angemeldet hat. Schlussendlich wegen massiv gestiegenen Großhandelspreisen, massiver Anstieg von Sicherheitsleistungen, die an Marktpartner zu leisten sind. Wir haben auch immer noch den Effekt, dass in der Netznutzung und im Bilanzkreismanagement schlussendlich verschiedene Zahlungsflüsse vom Versorger an den Netzbetreiber oder auch an den Bilanzkoordinator schlussendlich zu leisten sind. Und das kann teilweise mit Vorauszahlung auch versehen sein oder wie es ja auch steht, mit Sicherheitsleistungen, die du als Versorger erstmal hinterlegen musst. Das ist halt immer noch dein Geld, aber es liegt halt auf dem Konto deines Marktpartners. Und das ist auch in Ordnung, weil das ist am Ende genauso wie Abschlagszahlungen, die wir als normaler Endkunde zahlen oder das Prepaid-Modell, was wir vielleicht auch dann teilweise haben würden, wenn wir nicht besonders gute Zahlungsmoral haben. Der Marktpartner will sein Geld haben und er braucht das auch. Die Netzbetreiber sind auch davon abhängig, dass sie ihr Geld bekommen und auch die BIKOs. Und dementsprechend gibt es diese Maßnahmen. Und das ist ein Problem für die kleinen Versorger, die hier eben keine Finanzreserven haben und die jetzt durch den Handel auch noch in die Enge getrieben werden. Sie haben also schlicht und einfach nicht mehr die Strommengen bekommen, die sie brauchen, denn sie hätten Handelspreise dann zahlen müssen, die sie sich nicht leisten konnten. Sie mussten gleichzeitig Geld hinterlegen und sind damit schlussendlich nicht mehr marktfähig gewesen. Das heißt, wir haben Smiling Green Energy und Ultima, die auf jeden Fall insolvent sind. Wir haben dann Meldungen darüber, dass Immergrün, Idealenergie und Meisterstrom auch nicht mehr am Markt sind. Das merken wir aktuell vor allem daran, dass wir den Button Strompreis berechnen oder bei den anderen halt auch bei Gaspreis berechnen, Tarif berechnen, nichts passiert. Also ich klicke hier drauf und es passiert nichts. Die Buttons sind nicht mehr hinterlegt. Und das habt ihr sicherlich auch gehört, dass diese Marken nicht mehr am Markt sind, dass die ihre Kunden auch darauf hingewiesen haben, dass sie kündigen werden. Dass der Versorger kündigt, weil er nicht mehr am Markt teilnehmen möchte oder nicht mehr kann. Und hinter denen steckt früher die 365 AG, das kennen auch viele alte Hasen noch. Das war auch mal noch die Almado, auch das kennen viele alte Hasen noch. Das ist eben die Rheinische Elektrizitäts- und Gasversorgungsgesellschaft MBH. Die haben sich halt auch nochmal umbenannt und diese drei Marken stecken dahinter. Und auch da scheint schlussendlich wegen des Discounter-Modells scheint die Portokasse leer zu sein. Und dann gibt es noch eine Nachricht, die mich tatsächlich schockiert hat. Die ging noch nicht so richtig durch die Fachpresse, ist es aber zumindest schon mal hier und da erwähnt worden. Es gibt da diese Ziegler EWK. Und das denkt man erstmal, okay, und auch hier die Webseite ist ja keine richtige Domain. Aber wichtige Mitteilung vom 15.10. Zum 1.12. erhöhen Sie unsere Strompreise, alles klar. Die Einstellung unseres Stromvertriebs erfolgt zum 31.12. Oh ja, okay, die machen also auch nicht mehr mit. Die sind auch betroffen, der Ziegler Stromvertrieb wird auch nicht mehr versorgen. Aber warum ist das ein Problem? Ziegler EWK ist ein Grundversorger. Wenn auch ein kleiner, aber Ziegler EWK ist ein Grundversorger. Und hier haben sie eine kleine Meldung dazu nochmal geschrieben. Ich versuche mal hier ran zu zoomen, dass ihr das auch lesen könnt. So, also hier noch nie dagewesene Preisexplosion. Naja, die gab es durchaus auch schon mal, aber ist jetzt natürlich wirklich sehr, sehr stark. Noch nie da gewesen, naja, okay. Aber ist wirklich krass im Moment. Teilweise um Faktor 5 verteuert. Sie müssen auf jeden Fall Preiserhöhungen machen. Einstellung des Stromvertriebs erfolgt zum 31.12. Sonderkündigungsrecht wegen der normalen Preiserhöhung, ganz klar. Man kann sich für einen neuen Stromlieferanten entscheiden. Wir versorgen auf jeden Fall weiter, ist auch normal, so funktioniert es ja auch nicht. So, und dann ist hier: Augenblicklich befinden wir uns in der Abstimmung mit den Behörden und dem Netzbetreiber, um eine reibungsarme Überführung vor allem auch der Kunden in der Grundversorgung zu gewährleisten. Und dann gibt es noch ein FAQ. So, gibt es die Firma Ziegler als Stromvertrieb dann gar nicht mehr? Nein, leider nicht. Preiserhöhung, Stromvertrieb einstellen, können nicht mehr mithalten. So, und dann mit dem Jahreswechsel gelangen Sie dann in die neue Grundversorgung des neuen Grundversorgers, der gerade ermittelt wird. Aus der Grundversorgung können Sie dann kurzfristig immer noch normal weiter wechseln. Und das ist natürlich krass. Und wer macht die Grundversorgung dann? Ermittlung ist momentan in Klärung. Wir teilen den neuen Grundversorger dann mit.
Es gab in diesem Jahr auch eine Neubestimmung des Grundversorgers für Moods. Ich hatte dann hier Ziegler sogar noch gewonnen, ne, weil sie die meisten Kunden in dem Netzbereich dort versorgt haben. Jetzt können sie es aber nicht mehr. Sie sind nicht mehr aktiv. Und das ist eine Sache, ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass es schon mal den Fall gab, dass ein Grundversorger während der Grundversorgung gesagt hat, ich nehme gar nicht mehr am Markt teil. Prinzipiell gibt es auch dafür Möglichkeiten. Ne? Es gibt einerseits die Form der Ausschreibung, aber typischerweise, gerade in diesem Jahr, haben wir auch aktuelle Auszählungen beim Netzbetreiber, wer eben die Versorgung vor Ort durchführt. Und hier wird es dann im Zweifel darauf hinauslaufen, dass der Zweitgrößte dann einfach angefragt wird, die Grundversorgung zu übernehmen. Und sollte sowas dann eben nicht funktionieren, also sollte auch der Netzbetreiber über diesen Weg keinen sinnvollen alternativen Grundversorger finden, der auch bereit ist, die anderen Kunden dann zu übernehmen, was ja durchaus auch finanziell eine Herausforderung erstmal ist, dann wird es womöglich wirklich die Form der Ausschreibung geben. Wenn ihr euch damit auskennt, also was dann wirklich passiert, was der konkrete Prozess ist, in diesem Fall, wenn ein Grundversorger wirklich nicht mehr existiert, gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich leite es mir nur so her, dass jetzt wegen der sowieso aktuellen Auszählung einfach der nächstgrößte mal angefragt wird und so weiter. Und dann im Zweifel würde es wirklich nicht klappen, sehr, sehr schnell eine Grundversorgung über irgendeine Ausschreibungsform vielleicht hergeholt wird oder der nächstgrößte Regionalversorger dann vielleicht angefragt wird. Naja, und das ist schon krass, dass ein Grundversorger nicht mehr weiter am Markt teilnehmen kann, weil er es einfach nicht kann, weil es einfach nicht mehr geht. Das ist schon heftig. Und das alles schlussendlich auch wegen diesen Preiseffekten. Und das hatten wir so natürlich nicht die letzten Jahre. Also wenn wir mal 2020 anschauen, das dauert jetzt hier einen kleinen Moment, das lädt. Ach ja, und jetzt muss ich den ganzen Kram wieder ausblenden, das geht auch relativ schnell. Dann werdet ihr gleich sehen, dass es abgesehen von so einem kleinen Sprung definitiv nicht solche Preiseffekte gab. Also wenn wir das jetzt mal kurz hier ausblenden für uns, dann sehen wir ja, dass der Preisverlauf immer ungefähr bei diesen 50 war. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, 50 Euro die Megawattstunde ist ja normal. Und es ging mal über 100 und auch mal auf minus 100. Und ungefähr so, das ist so der Weg. Und mal auf 200, mal hier ganz kurz ein komischer Sprung für einen Moment. Passiert alles mal, aber im Durchschnitt sehr, sehr stabil. Und 2019, das Bild habt ihr bei mir auch schon ganz oft dann gesehen, dauert wieder einen Moment, hatten wir mal einen krassen Sprung im Sommer an ein, zwei Stellen, weil es dort ja diese Manipulationsvorfälle gab, wo mittlerweile auch nochmal also sehr klar geworden ist, es gab Strafzahlungen für die Bilanzkreisverantwortlichen, die damals dafür verantwortlich waren, den Markt zu manipulieren. Und davon abgesehen sieht man ja auch, ist der Preis meistens auch stabil bei ungefähr diesen 50 und hat manchmal so seine Ausschläge. Und jetzt 2021, ihr habt es ja dann gerade die ganze Zeit gesehen, plötzlich dieser krasse Anstieg. So, warum? Das hatte ich auch noch versprochen. Ich will ein bisschen drüber reden, warum das ist. Wir haben den Hintergrund, dass wir in der deutschen Energieversorgung ja einen Mix haben aus verschiedenen Erzeugungskapazitäten. Na, wir haben Erneuerbare, wir haben Fossile, wir haben Atomkraft. Noch Atomkraft. Atomkraft wird auf jeden Fall wegfallen, auch da gibt es keinen sinnvollen Grund, Atomkraft weiter zu betreiben oder neu zu bauen. Das lohnt sich nicht. Das ist nicht wirtschaftlich. Nicht in Deutschland, auch nicht mit neuesten Reaktoren. Das ist einfach nicht so. Das ist wirtschaftlich Nonsens. Sagen auch alle Energiewirtschaftler übrigens. Ne? Es reden nur Politiker darüber, dass man Atomkraft weiterlaufen lassen sollte. Muss man auch mal so sagen. Die Energiewirtschaft sagt es nicht. Dann haben wir, wie gesagt, diese nicht flexiblen großen fossilen Kraftwerke. Kohle, nicht flexibel. Kohle hat ein Ablaufdatum, aber läuft insgesamt. Der Import von Kohle ist okay. Wir hatten mal einen Fall, dass in einem Kraftwerk das Kohlelager leer geworden ist. Das war auch kurios, aber konnte man auffangen. Das war vor ein paar Monaten der Fall mal. Ansonsten läuft das mit Kohle. Das passt schon. Es ist halt mega unsauber und wir wollen das alle nicht mehr und es lohnt sich auch nicht, das weiterlaufen zu lassen, aber wir haben jetzt keine Versorgungslücke an der Stelle. Gas ist für Deutschland ein weitestgehend Importprodukt. Wir haben Braunkohle in Deutschland, wir haben praktisch kein Erdgas. Es gab auf jeden Fall Rohstoffquellen für Erdgas in Deutschland, ist aber weitestgehend aufgebraucht.
Wir hatten immer noch die Niederlande als Importland, die hören ja aber mit deren Export auf. Deswegen müssen wir ja auch von L-Gas auf H-Gas komplett die Marktraumumstellung in Deutschland machen, weil wir von der Niederlande nicht mehr Gas importieren werden. Dann bleibt halt Norwegen mit Pipelines und es bleibt Russland mit Pipelines. Nord Stream und auch die Überseepipeline Ukraine-Polen. Und in ein paar Jahren könnte es durchaus noch ein relevanter Weg sein, Flüssiggas praktisch aus USA, Kanada, Arabische Emirate und so weiter zu importieren, über den Schiffsweg praktisch in der Nordsee dann anlaufen zu lassen. Aber erstmal ist der hauptsächliche Importpartner Russland. Und es ist auch gar nicht so, wie man manchmal in der Presse liest, oh, Russland weigert sich zu exportieren und deswegen sind die Speicher so leer. Ja, nee. Es gibt einfach andere Länder, die deutlich mehr bezahlen. Russland exportiert gerade deutlich mehr in Richtung China und auch andere Gegenden. Und dann ist halt Europa, Deutschland, immer noch ein wichtiger Partner für Russland, keine Frage. Und die liefern auch die Verträge, die es gibt. Aber die liefern halt nicht den Überschuss hier, weil warum? Wenn sie es woanders hin liefern können, umso besser für die. Und dementsprechend hätte sich auch einfach in Deutschland an der Stelle darum kümmern müssen, vielleicht noch mehr einzukaufen, mehr klare Verträge zu schaffen, um den Import zu regeln. Haben wir nicht gemacht. Deswegen gibt es einen Gasmangel, einen Erdgasmangel in Deutschland. Und dementsprechend steigen aber natürlich auch Erdgasimportpreise, weil es gibt ja teure Alternativen, ne? Also China zahlt mehr. Und dementsprechend müssen wir teurer einkaufen. Also steigt insgesamt wegen des Mangels und wegen der teuren Einkaufspreise sowieso der Gaspreis. Wir betreiben ja aber auch viele Gaskraftwerke. Stromproduktion aus Gas wird teurer, Strompreis steigt mit. Börsenstrompreise steigen insgesamt. Es gibt ein Unsicherheitsgefühl, Preise steigen insgesamt. Augenscheinlicher Mangel, viele kaufen schnell ein. Es ist viel Nachfrage, Preise steigen. Und erst wenn wirklich klar ist, dass wir locker über den Winter kommen werden, ohne dass wir einen Gasmangel haben, ohne dass Heizungen ausfallen. Erst dann wird sich der Preis wieder so richtig stabilisieren, kurzfristig betrachtet. Mittelfristig, das habe ich vorhin ja mal skizziert, läuft es vor allem darauf hinaus, dass wir wirklich Erneuerbare zubauen müssen, Speicher zubauen müssen und die Digitalisierung, die Vernetzung, die smarte Vernetzung all der Anlagen wirklich loslegen müssen und dann eben tatsächlich eine intelligente Steuerung zwischen Erzeugung, Verbrauch und Speicher da ist. Dann stabilisieren sich Preise sowieso, weil wir dann immer verbrauchsgerecht produzieren können oder verbrauchsgerecht ausspeichern können. Naja, das sind wir aber noch nicht. Das heißt, aktuell gibt es immer noch diese Sorge um die Strompreise, auch wenn die sich langsam, aber sicher ja auch schon wieder stabilisieren. Über den Winter hinweg wird das dann laufen und dann über die nächsten Jahre hinweg wird sich ein Strompreis und auch ein Gaspreis insgesamt stabilisieren, vor allem der Strompreis, weil er dann einfach aus allen drin Quellen praktisch gespeist wird. Ein Gaspreis kann sich stabilisieren, weil wir dann auch vor allem Flüssiggas über den Schiffsweg noch importieren können. Teilweise auch sehr günstig importieren können. Naja, das ist erstmal so die allgemeine Einordnung zu dem aktuellen Preisgefüge und zu den diversen Problemen am Markt. Also nicht nur, dass es diese diversen Insolvenzen gibt und vor allem hier eine Insolvenz eines Grundversorgers auch gibt, auch wenn es ein kleiner war. Auch die großen Bärmen, ja. Auch die großen sagen, puh, das ist gerade kein Spaß mehr. Die NBW hatte zum Beispiel, genauso wie die Entega, aber auch die E.ON, den Gasvertrieb teilweise eingestellt. Ja, also die haben keine Neukunden aufgenommen, die haben sich von den Vergleichsportalen abgemeldet und die haben auch teilweise auf ihren eigenen Webseiten keine Tarife mehr angeboten. Das ist schon ein deutliches Signal. Ja, also das macht keinen Spaß im Moment. Dementsprechend schauen wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt. Wir sind wahrscheinlich halbwegs über den Berg, aber es kann durchaus noch gut passieren, dass nochmal eine weitere Handvoll an Discountern es einfach nicht schafft und die Portokasse leer ist und die sich vom Markt verabschieden müssen. Ja. Ist so. Es ist vielleicht auch übersättigt. Wir haben zu viele Versorger im Markt. Das kann man schon mal so sagen. Also es macht keinen Sinn, dass wir 1300 Stromversorger haben. Kann man schon machen, aber brauchen wir eigentlich nicht. Mal gucken, wer sich da am Ende herausstellt. Ich selbst prognostiziere, die richtigen Ökostromanbieter werden es schaffen. Einfach weil sich das rausstellen wird, wer wirklich Ökostrom im Portfolio hat und das nicht mit Greenwashing betreibt.
Die Großen werden es weitestgehend schaffen, also auch regionale Versorger werden es schaffen. Das heißt nicht nur die ganz großen Konzerne, sondern auch die regionalen werden es gut schaffen. Die Stadtwerke werden richtig gut durchkommen, wenn sie es schaffen, sich neu zu erfinden und endlich auch ein bisschen Non-Commodity, Smart City und so weiter als Geschäftsmodell aufzubauen und damit auch noch Geld zu verdienen und die Energieversorgung nebenbei nur noch läuft. Ja, und die aber auch stabil laufen kann, weil man die anderen Verträge praktisch langfristig mit Kunden hat. Naja, haben wir auch an anderen Stellen schon erklärt. Aber der Discounter, der Billiganbieter, der hat immer ein Problem. Und der wird erst in 15 Jahren kein Problem mehr haben, wenn Strompreise sowieso stabil sind. Aber bis dahin wird ein Strompreis vielleicht sich sowieso komplett geändert haben. Auch gerade der Endkundenpreis, weswegen sich das Discounting sowieso nicht mehr lohnt. Eine EEG-Umlage übrigens könnte jetzt auch wirklich verschwinden. Dadurch, dass die Strompreise so hoch sind, ist die ganz normale Vergütung für auch EEG-Anlagen am Markt, an der Börse, sehr hoch. Und dementsprechend muss weniger aus dem EEG-Konto gezahlt werden. Damit weniger Bedarf an EEG-Umlage und damit darf die wirklich sogar auf Grundlage der bestehenden Mechanismen nächstes Jahr sinken. Und dann vor allem das nächste Jahr vielleicht auch nochmal umso mehr. Das ist natürlich super spannend. Aber es gibt auch aktuell politische Diskussionen darüber, die einfach sofort abzuschaffen und Alternativfinanzierung dann festzulegen. Naja, schauen wir mal. Viele, viele Aspekte. Das Video ist jetzt schon relativ lang. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare allgemein zur Preiserhöhung habt, gerne jetzt mal nach unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.